Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 und jetzt mit meinem dritten Schal, dem Jäger hier, schön Meilenstein-Loot abholen. Wie gesagt, ich bin immer noch auf der Jagd, auf die Borales, bin ich immer noch scharf so. Jagd auf die Borales, so, kann man das so sagen? Ich glaube schon. So, dann gucken wir mal, was ich alles schon erledigt habe, beziehungsweise ist bei jedem Schal jetzt immer gleich geblieben. Ja, hier Flashpoint erledigt, Dämmung erledigt, Ruf zu den Waffen erledigt, Clan EP erledigt. Und dann legen wir jetzt los. Wir fangen jetzt mal wieder bei K6 an. Ja, wie gesagt, ich hoffe darauf, dass die Fraktionsrallye noch ein bisschen was bringt dann. Nächste Woche Dienstag geht's ja los. Und dann hoffen wir einfach mal, dass ich da schön Loot rausziehe. Ein paar Tokens farme. Die haben ja ein bisschen was geändert hier, wie wann die Drops bei den Tokens sind, wie oft und wie viel. Ja, gute, das heißt, ein bisschen mehr Zocken anscheinend. Mal gucken. So, Flashpoint EDZ Loot abholen. Okay, der Morgen bricht an und Wildholzhose. Schon mal zwei Sachen, die ich überhaupt nicht brauche. Wie immer. Weil die habe ich schon so oft gedruckt bekommen hier. Der Morgen bricht an. Scharfschützengewehr. Richte deinen Blick auf die aufgehende Sonne. Ist ja schön. Aber die Waffe habe ich, glaube ich, 5 oder 6 Mal gedruckt gekriegt aus Meilenstein-Loot. Ist ja suboptimal. Corvo SS2 haben wir einmal. Dann Condor SS2. Dann haben wir einmal Fallmagazin. Dann einmal Prallgeschoss. Und am Schluss ein Gesetzloser. Könnte man Mod einsetzen. Mache ich aber nicht. Ja, dieser bringt bei der Waffe nichts. Die kann ich höchstens recyceln oder zum Infodieren nutzen. So, Wildholzhose hier, Beinschutz. Sei vorsichtig da draußen. Bei einer Rettungsaktion wäre ich lieber der Gerettete als der Retter. Defrin K. Nutzen. Ja, auch nichts Besonderes. Robin Hood Style. Mobilitätsverbesserungsmodifikation und dann noch Flaschstrahlverstärkungsmodifikation. Die kann ich gleich direkt recyceln, weil ich habe die hier oben schon mit 303. Ja, 303. Ja, recycelt. Ungerade Zahl, was will ich damit? So, jetzt gehen wir direkt zu Zavala. Holen uns die Dämmungsloot ab. Ja. Wie gesagt, alle drei Schatz auf 3x5. Hat auch viel Spielzeit gekostet, aber endgame-mäßig, wie gesagt, zum Moment nur noch eine Sache. Noch eine 9, die ich ganz gerne erledigt hätte. Aber im Moment kein Team da und dementsprechend dauert es noch ein bisschen und ich habe auch keinen Bock, da jetzt gerade Zeit reinzustecken. Weil ich habe noch ganz viele andere Spiele, die ich spielen kann. Oh ja, weil Oktober, November kommen so viele Spiele raus, da weiß man gar nicht, wohin mit der ganzen Zeit. Du hast heute für die Spielzeit gesprochen. Die Spielzeit braucht man. Dein Sieg ist unsere Antwort. Dämmerungsloot. Oh cool, der Schatten des Drachens. Cool, die haben wir gekriegt. Super, schön. Und der Showrunner. Auch gute Waffe. Gutes Automatikgewehr. Die beiden Sachen, das freut mich jetzt. Das finde ich sehr schön. Coole Sache. So, da kommt jetzt mal der Showrunner, Maschinenpistole. Sobald du ihn hast, willst du ihn nicht mehr missen. Richtig. Ach nee, das ist eine Maschinenpistole, die ist gar nicht so gut, oder? Ich meine, das Automatikgewehr. Gut, da habe ich es gerade verwechselt. Rotpunkt-Mikro, dann einmal Rotpunkt 2 MMA, dann einmal sauberer Schuss-OV, dann hier taktisches Magazin, dann einmal Zusatzmagazin und zum Schluss hier dynamische Schwungreduktion. Ja, die war wirklich gut, das werde ich auch mal nochmal testen. Weiß ich gar nicht, meinte eigentlich das Automatikgewehr. Aber die Maschinenpistole meine ich jetzt erstmal nicht, dass sie so gut ist, weil ich habe es noch nicht getestet. Und zwar das Automatikgewehr, habe ich das hier irgendwo mit bei? Nee, leider nicht. Kann ich leider nicht zeigen, sorry. So, dann haben wir hier der Schatten des Drachens. Brustschutz, neues Exo für meinen Jäger. Coole Sache. Was ist nun los? Ich will keine Einladung kriegen. Weg, 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 ich will das lesen. So, Brustschutz, das ist mir eine Ehre. Kalko Yong zu Ikorarei, was? Oder... Schalko, wie wird das ausgesprochen? Keine Ahnung. So, wir mal gucken. Geistermetall-Kettenpanzer. Gewährt für kurze Zeit nach dem Ausweichen erhöhtes Bewegungs- und Waffenhabungstempo. Okay, hört sich interessant an. Mit leere Vorbildmodifikation. Dann haben wir noch oben hier Plastikstrahlverstärkungsmodifikation und dann noch Restaurativmodifikation. Sieht eigentlich ganz nice aus. So, passt auch gut zu meiner Maske von Eisenbanner. Ja, vom Design her gefällt mir das ganz gut. Mal anlegen. Passt sogar, finde ich. Ganz nett. Aber ich brauche das Ding, weil für Akkus ist Raidenflux einfach imbar. So, dann Lord Shaxx Loot abholen. Wie, ich werde gleich wieder irgendwo eingeladen hier. Keine Zeit für sowas. In dir steckt genau die richtige Prise Grausamkeit. Genau, ruf zu den Waffenloot. So, gib nochmal Exo, wäre sehr nett. Schade doch nicht. Edler Vagabund, Mann. Schwertflug 1, ich kann auch nicht mehr lesen. Ich habe die ganze Zeit heute hier Let's Play, da kann das mal passieren. Habe ich auch gerade ausgerüstet mit 300 und Solarschaden. Edler Vagabund, Scharfschützengewehr. Der Charme eines Rumtreibers. Ja, okay. 4 Racked
Teleskop, dann einmal 50-Wall-Teleskop, dann einmal panzerbrechende Geschosse, dann einmal weitmündiger Magazinschacht und dann noch Libelle. Ja, brauche ich das? Brauche ich das nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich kann aber die andere hier verbrauchen, wo ich dann das mal recyceln und Platz kriege. Was kann ich tun? Weil das Ding brauche ich nicht. So. Schwertflug, glaube ich, oben doppelt sich gerade sehr gut. Panzer, Schwertflug 4.1, Panzerhandschuhe, flieg schneller, schneiden tiefer, brennen heißer. Okay. Dann Mobilitätsverbesserungsmodifikation hier, dann Plus-3-Verstärkungsmodifikation. Auch eine gute Sache. Aber die oberen kann ich recyceln, dann war ich das andere, was gerade mit 300 gedroppt ist. So, so kommen wir auch zu seinen Bruchstücken und Materialien für den Waffenmeister. So, jetzt holen wir den letzten Loot ab bei Soraya. Mal gucken und danach gucken wir uns mal die Sammlung an. Ich hoffe echt, dass die mir jetzt gleich nochmal schön was Neues an Exo gibt. Wäre sehr nice. Wäre sehr nice. So, schön mal hüpfen, ne? Immer schön sportlich bleiben. Dann läuft das auch. Nein. Ich wiederhole mich. So, Soraya, was hast du für mich? Du gibst einfach nicht auf, oder? Nö, gib ich nicht. Hast Gaul ausgeschaltet, den Reisenden erweckt. Und jetzt hört man überall, wie sehr du und dein Clan die Dinge in Bewegung setzen. Und deswegen habe ich mit dem ganzen Clan überhaupt angefangen. Und fahrender Ritter 1.0. Ja, eher nicht so schön, um echt zu sein. Ich brauche die Schrotte nicht, die habe ich schon mal Warlock gekriegt. Barligant, Schrotflinte, verteidige, was dir von Wert ist. Ja, gucken wir uns mal an. Feldchoke, gezogener Lauf, dann einmal stabile Geschosse, dann einmal weitmündiger Magazinschacht und zum Schluss hier Schnappschussvisier. Wie gesagt, die Waffe habe ich schon beim Warlock, deswegen werde ich sie jetzt recyceln. Die baue ich nicht. Obwohl, den blauen Raketenwerfer kann ich auch wegpacken, eigentlich aber auch nicht mehr. So, dann haben wir hier noch bekommen 300, gut, kann ich noch drin lassen. Fahrender Ritter 1.0, Panzerhandschuhe, nimm die verloren bei der Hand und führe sie hierher nach Haus. Multihits, Verbesserungsmodifikation und dann hier noch Plush-3-Verstärkungsmodifikation. Level 300, ja, weil ich noch, weil ich habe noch ein bisschen Platz im Inventar, deswegen lasse ich erstmal drinne. Und jetzt erstmal ruckzuck erstmal noch die Sammlung anschauen. Dann habe ich die ganzen Meilensteine gut bei allen Chars eingesackt und dann freue ich mich wieder auf Dienstag. Oder auch nicht, kommt drauf an. Kommt drauf an, wie die Dämmerung ist, ob die rumbackt oder ob da irgendwelche anderen Bugs wiederkommen. Bin ich mal gespannt. Ist hier jeder drauf gespannt. So. Sammlung. Wie gesagt, Waffen sind gleich geblieben, hat sich nichts geändert. 17 Stück, so sieht es auch mal aus. Dann die Ausrüstungsgegenstände. So, was haben wir denn da? Einmal Mechaniker-Trickärmel, dann einmal Raiden Flux, dann einmal Glücksbeere, dann hier einmal der Schatten des Drachens, dann einmal Schwachkopfradar, dann einmal hier Feindfinder, dann Glückshose und zum Schluss nochmal Stamp Fahr oder so. Weiß nicht genau, Beinschutz. 4, nee. Stamp 4, so. War glaube ich richtig. Ja. Die Emotes sind immer gleich geblieben im Moment. Die Abzeichen sind auch gleich geblieben. Ja, das war's eigentlich. Wollen wir gar nicht zeigen. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Und ja, nächste Woche geht's weiter. Und dann hole ich mal einen raus, was Tokens angeht und so. Und die Einladung, die sollen sie jetzt mal sein lassen. Das ist nämlich eine Live-Aufnahme. Was ist los? So, danke fürs Zusehen nochmal und dann reingehauen. Tschüssi.